böse. Sie sind Sklaven des Ernteherzens. Helft mir, sie zu befreien, anstatt sie zu vernichten. Stellt euch das einmal vor, eine Armee aus Vampiren, die euch einen Gefallen schuldet. Das Ritual, das der Elf durchführen will, wird meine Kinder in den Wahnsinn treiben. Doch es gibt eine bessere Lösung, falls ihr bereit seid, auf die Vernunft zu hören. Molag Bal ist hier der wahre Feind. Lasst mich euch helfen, meine Kinder aus der Knechtschaft des dunklen Fürsten zu befreien. Dann gewinnen wir beide. Ich kann mein eigenes Ritual durchführen. Ich werde das Ernteherz vernichten und meine Kinder befreien. Helft mir dabei, das zu tun, und meine Kinder werden in eurer Schuld stehen. Sie werden euch sicheres Geleit durch den Fruchthain und Unterstützung gegen Molag Bal bieten. Ich bin kurz zum News schauen. Ich bin aber noch am News schauen. Natürlich. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Es ist ja nicht so, als ob ihr versuchen würdet, eure Welt von Molag Bal zu retten oder so. Oh, Moment. Genau das versucht. Ihr könnt ihren Vorschlag nicht wirklich in Erwägung ziehen, oder? Sie ist ein verwirrter Vampir, um Magnus Willen. Sie ist eine Vampirälteste. Diese Monster freizulassen wäre so, wie in einer Festhalle der Nord die Essensglocke zu läuten, obwohl das Mahl noch gar nicht aufgetischt ist. Ihre sogenannten Kinder betrachten uns nur als Futter und sonst nichts. Der einzige logische Ausweg besteht darin, das Ritual durchzuführen. Wirklich? Ihr müsst euch erst mit einem Monster besprechen, bevor ihr bereit seid, dem großen und mächtigen Vanus Galerion zu helfen? Oh, na schön. Habt ihr meinen Vorschlag in Betracht? Ich kann mein eigenes Ritual durchführen. Ich werde das Ernteherz vernichten und meine Kinder befreien. Helft mir dabei, das zu tun, und meine Kinder werden in eurer Schuld stehen. Sie werden euch sicheres Geleit durch den Eine äußerst weise und ehrbare Entscheidung. Ich werde euch zu den Ritualplätzen folgen. Schützt mich, während ich das Ritual durchführe, und wir werden meine Kinder aus Molag Bals Klauen befreien. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Zur Klarstellung, ich helfe euch, nicht der blutroten Matrone dort drüben. So, und nun ist die Zerstörung des Ernteherzes unsere größte Sorge. Ist ja gut. Ist ja gut, you big baby. Ich komme. Beschützt mich, während ich diesen Teil des Rituals durchführe. Hör auf, so hungrig zu sein.
Meine Kinder werden sich jedem unserer... Das wollte ich sagen. Da. So, endlich. Dieser Teil des Rituals ist vollendet. Ich sehe eine Schlange durch den Boden durchcruisen. Lenz, wieso machst du das? So blöd, du. Lenz, du tust blöd. Hör auf blöd tun. Nee, du tust blöd. Mach das doch nicht. Beschützt mich, während ich diesen Teil des Rituals durchführe. Ich denke, dass der Dani nicht mit uns macht spielen. Nö, aber Lenz, bist du Ingrid die Grüne? Oder was? Was Pizza? Ich will auf Pizza essen. Blöde Lenz. Dieser Teil des Rituals ist vollendet. Und sprecht ich muss mit euch mir. Die nächsten Schritte ich erklären. Ich muss euch eure Rolle An während der Punkt nächsten können Phase wir uns keine des Rituals Fehler erklären. Erlauben. Die Zeit ist gekommen, das Ritual auszuführen und das Ernteherz zu zerstören. Das schwarze Blut findet die Bitte.
Ein Omnibus oder ein Destubus? Das Ernteherz wurde zerstört. Das Ernteherz wurde zerstört. Meine Kinder sind nicht mehr Molagbar als Sklaven. Ganz gewiss. Dank eurer Bemühungen sind meine Kinder frei. Sie werden euch keine Scherereien mehr machen. Und wie ich es euch versprach, werden meine Kinder euch dann beistehen, wenn eure Not am größten ist. Eine weitere erfolgreiche Mission, aber wir sind noch nicht fertig. Ich weiß zu schätzen, was ihr für meine Kinder getan habt. Die meisten Sterblichen sehen uns nur als Monster. Aber ihr habt hinter die Fassade geblickt und uns befreit. Dank euch werden die Vampire nicht mehr von Molagbal kontrolliert. Ich hoffe, dass wir das Ergebnis nicht bereuen werden. Mein Vetter hat mit Telinger in Etzduin studiert. Vielen Dank für alles, was ihr dort getan habt. Genau die Person, nach der ich gesucht habe. König Dünar versammelt unsere Einheiten nahe der Plünderer-Zitadelle. Ja, König Dünar und unsere Streitmächte bereiten den Angriff auf die Plünderer-Zitadelle vor. Und auf meinem Weg zu euch sind mir eine seltsame Werft im Osten und eine Rot-Wardonen-Siedlung im Westen aufgefallen. Oh, ich bezweifle, dass es wirklich eine Siedlung ist. Aber die Architektur hat mich eben daran erinnert. Ich konnte nicht näher heran, aber ich könnte schwören, dass ich aus dieser Richtung Musik gehört habe. Wisst ihr, sie klang für mich sehr festlich. Ist das nicht seltsam? An einem Ort wie diesem? Worüber könnten diese Seelenberaubten glücklich sein? Es war ein wirklich seltsamer Anblick. Eigentlich mehr ein Haufen Schiffswracks als eine echte Werft. Es wirkte, als ob sie einfach vom Himmel gefallen wären. Und es gab eine ganze Menge von ihnen. Abgesehen von einem gewaltigen Friedhof unterschiedlichster Schiffe, die über das gesamte Tal im Osten verstreut liegen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie ist Molagbals letzte Verteidigungslinie, bevor wir sein Allerheiligstes erreichen. Und sie ist sicher auch die mächtigste. Die dort stationierten Dremora haben sie in eine schwer befestigte Stadt verwandelt. Noch nicht ganz, aber bald. Er wartet darauf, sich mit euch und einigen von den anderen zu treffen. Sie sammeln sich an der Landbrücke ein kleines Stück nördlich von hier. Ich werde mich dorthin aufmachen, sobald wir hier fertig sind. Nö, bist du nicht.
Nö. Kreatur, wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Sportliche sind immer so amüsant. Ich biete Informationen und Hilfe bei eurer Aufgabe an, aber ihr verschmäht mich. Ihr erwartet von uns, dass wir einer Kreatur der Ebenen vertrauen? Lächerlich! Ein Meer, so arrogant wie kühn. Wie schön. Ich sehe so gerne zu, wenn egoistische Maulhelden ins Straucheln geraten. Ich erlaube euch vielleicht noch einmal darüber nachzudenken und mein Angebot anzunehmen. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ihr da, findet heraus, wo diese Kreatur lauert. Ich will, dass sie beobachtet wird. Du bist irgendwo irgendwo, ich bin schon rumgecruisen da. Ein grusiges Länzli beobachtet mich. Thank you.
Der eine Sniper hier unten ist kein Krokodil, es würde mir auch anschießen, das zu sehen. Ich weiß. Also ich merke es jetzt, ja. Also lass ich es lassen. Man muss da nicht heißen. Man muss da nicht heißen. Hey, Salami. Leuchten! Jetzt leuchte ich noch mehr! Yay! So, kannst du bitte aufhören, an meinen Titten zu schnüffeln? Moment, ich bin mich jetzt wieder ein bisschen mit dem GUI auseinandersetzen. Katz.
Nee. Was ist ein Katz? Du hast Potenz mit toten Leuten? Du bist spitz bei toten Leuten! Lenz, jetzt sehe ich dich mit ganz anderen Augen. Ist doch ein lustiger Schlafrock. So, ich sehe jetzt im Schlafrock den Summe. Na und? So mal online code App. So, aber geht's im Ernst? Bei mir läuft's momentan relativ geil. Ja. Mir hat das voll die ganze Zeit gegeben, aber dann habe ich kurz die Dings umgestellt auf Fenstermodus. Und das Spiel eben neu gestartet. Hä? Ja, ja. Ich weiss nicht, wieso es immer auf Vollbildschirmmodus so verdammt laggt. Ja, eigentlich schon. Ja, Luminous Russula. Möchtest du das Russelpilz? Übrigens, das ist scheinbar kein Schlafrock, das ist ein Hochzeitskleid scheinbar. Ich hasse Helme. Also Moment, wo kann ich den Helm schon wieder aktivieren? Settings. Gameplay. Ein Helmet off. Irgendwie sehe ich aus wie ein Zwergli. Ich bin ja nicht wirklich Fan davon. Ach. Die wollen unbedingt, dass wir über die Xbox Party schnurren. Okay. Then I have no use for you. Ja, ich komme auch gleich online. User disconnected from your channel.
Microphone muted.
Schattenrisse in Ruhe. Oder es wird euch leid tun.